Die 200 Ranking-Faktoren von Google, Teil 5. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie schauen websitemarketing.ch. Backlinko.com hat eine Liste der 200 relevanten Google-Ranking-Faktoren zusammengestellt. Ich denke, die haben es ganz gut getroffen. Heute schauen wir Faktor 41 bis 50 an. Reading Level, da geht es darum, wie kompliziert oder wie sophisticated eben so ein Text ist. Das heißt, umso mehr Basic, also umso einfacher das geschrieben ist, umso mehr Menschen interessiert sich dafür, könnte also ein Vorteil sein, vielleicht nicht zu kompliziert schreiben. Affiliate Links, also Links, die rausgehen von Affiliate-Programmen, das kann nichts mehr schaden heute, sollte auch nichts mehr schaden. Man kann es übertreiben, wenn man also merkt, dass es nur noch um das geht, also nur noch um Geld zu verdienen mit Affiliate Links, kann es ein Problem geben. W3C-Validierung. Das heißt, da geht es darum, wie gut ist mein Code geschrieben, gemäß den Richtlinien von W3C, ist ein Faktor, der sicherlich was bringt, sollte aber auch nicht unbedingt überbewertet werden. Dann Page Host Domain Authority, das ist ein ganz bescheidener Faktor in meinen Augen, also wo Sie hosten, kann einen Einfluss auf Ihr Ranking haben, ist meines Erachtens nach kein großes Thema, hat mehr damit zu tun, wie die Seite dann eben performt, wie schnell die Hosting-Leitung ist und so weiter, aber trotzdem hier ein Punkt, der aufgeführt ist, dass es eben ein Thema sein könnte. Dann der PageRank, da wurde immer lange darüber diskutiert. Auch hier habe ich eine Meinung und da steht auch so, hier Sites mit hohem PageRank werden besser gerankt als solche mit tiefem. Denke also immer noch, dass das ein Zeichen ist, muss aber auch nicht unbedingt so sein. Die URL-Länge ist klar, umso kürzer eine URL, umso besser. Bis zu einem gewissen Maße natürlich macht es wahrscheinlich nichts aus, aber irgendwann bei einem gewissen Punkt wird es dann zu lang, also schauen Sie, dass Sie keine zu langen und auch kryptischen URLs haben. 47, der Path, also der Weg, den eine Seite, eine Unterseite auf Ihrer Website hat, umso näher, dass ich natürlich an der Homepage, an der Startseite klebe, umso wichtiger ist die Unterseite, also schauen Sie, dass die Landingpages möglichst nahe an Home sind oder verlinken Sie sie von Home, das hilft auf jeden Fall. Human Editors habe ich noch nie gehört vorher, da geht es darum, dass eben Menschen auf das Ranking Einfluss nehmen. Google streitet das allerdings ab, es wird hier aber geschrieben, dass das möglich, ein möglicher Faktor sei, kann man natürlich dann schlecht beeinflussen. Page Category, da geht es darum, in was für einer Kategorie das sich bewegen. Google kategorisiert die einzelnen Seiten zu gewissen Themen und das ist klar, wenn Sie natürlich über ein Thema schreiben, das nichts mit Ihrer Hauptkategorie zu tun hat, ist es schwieriger, dort positioniert zu sein. Darum wird es auch immer schwerer, die Relevanz bei Firmen oder auch beispielsweise bei Hotels zu behalten, die über zu viele Bereiche berichten auf so einer Seite drauf. Das kann negativ sein. WordPress Tags. Da geht es sicherlich um die Vertagung von Artikeln. Und das ist klar, umso mehr Sie um ein Thema schreiben, umso besser werden Sie zu dem Thema gerankt. Also schauen Sie, dass Sie sich da auf etwas konzentrieren und schreiben Sie nicht um zu viele Punkte herum, spielt sicherlich auch in den Punkt 49 rein. Das also weitere 10 Faktoren zum Inhalt, hat ein paar entscheidende wieder dabei gehabt, würde mich interessieren, was ihr da für einen Held, Kommentare wie immer hier, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie haben Website marketing.ch geschaut.